Die Geschichte der Brauerei geht über 1000 Jahre zurück, als das Stiftkloster hier gebaut wurde. 1460 ist das erste Mal urkundlich erwähnt worden, dass hier am Standort Bier gebraut worden ist. Und die moderne, die Industriegeschichte der Brauerei startet mit dem Datum 1860. Über diese Jahre wurde eigentlich sehr viel an Geschichte, an Exponaten auch angehäuft, die wir hier versuchen, in liebevollster Kleinstarbeit chronologisch den Bierprozess entsprechend darzustellen. Der Bierprozess beginnt beim Rohstoff, geht über das Brauen und die Gärung bis hin über die Filtration zur Abfüllung in verschiedenen Gebinden. Früher hat man sehr viel Holzgebinde verwendet, Holzbottiche, Holzfässer. Wie man hier sieht an der Fassfüllung, ein sehr manueller Prozess, wo viel Körpereinsatz gefragt war. Wir haben aber auch in der eigenen Tischlerei die Fässer selber repariert, wir haben sie selber gepicht, quasi das Innenleben so konserviert, dass das Produkt entsprechend der damaligen Zeit hygienisch einwandfrei ist. Das macht man heute nicht mehr, da verwendet man sehr viel Edelstahl, Edelstahltanks, Edelstahlfässer. Der Bierkonsum über die Jahre hat sich auch ein wenig verändert, wo mehr von klassischen Biersorten und Starkbiersorten hin zu Radler und alkoholreduzierten Produkten der Trend etwas geht. Unsere Museumsbesucher können sich wirklich einen guten Überblick verschaffen über den Bierbrauprozess, wie er damals gewesen ist, wie er heute ist und anhand unserer Museumsexponate wirklich auch die Geschichte der Gösser Brauerei von 1860 bis ins Jahr 2024 anschauen.